Moin Moin, nichts war los, keine Ahnung. Ich dachte, meine Festplatte hätte sich abgemeldet, aber war es nicht. Wegerwarter. Haben wir gut gespielt auf jeden Fall, Jungs. ProLiga, FC Brügge will den Titel einfahren. Defensive alle, bei Breitverteidigung und Trainingsspiel. Machen wir doch hier ein bisschen Training. Die 19 dürfen spielen. Macht unser Leistungszentrum. Oh, Christopher Lach. Achso, ja. Wie gesagt, der ist unser Jugendspieler, der spielt ja auch. Gute Bewertung. Super Bewertung. Das sind die vier guten. Das ist schön. Aber das freut mich wirklich, Christopher Larsen, dass der so ein guter Spieler ist. Und auch so ein guter Spieler werden kann. Das ist sehr positiv. Positiv. Turning zur Laie anbieten. Machen wir doch mal. Weißt du was, wir bieten jetzt jeden einfach zur Laie an. Kann, vielleicht bringt das was. Ich weiß es selbst nicht. Aber dann haben die überall ein paar Spielsequenzen. Und die werden dann von richtigen Trainern trainiert. Und haben dann größere Punkte, wo sie was erreichen können. Ah, guck mal. Wenn ich jetzt irgendwo raufklick auf eine Flagge. Oh, hier ist keine Flagge. Hier, eine Flagge. Dann komme ich nach Frankreich, Le Bleus. Frankreich hat auch 64? Ja, nee, 64 Millionen Einwohner. Wir haben 81, ich sagen, auch 64 haben wir gar nicht. 64. Oh, wir haben ein wichtiges Spiel, glaube ich. Gegen den vierten. Wir sind Fünfter. Sind wir Fünfter? Ja. Einsetzen, die werden alle eingesetzt. Die sind Vierter, wir sind Fünfter oder Sechster sind wir. Ich glaube, wir sind wieder Sechster noch. Weil irgendjemand uns noch überholt hat. Ne, kann ja gar nicht, wir sind Fünfter. Wir sind Fünfter und der ist Vierter. Den holen wir jetzt auch ein. Mit dem Spiel haben wir den überholt. Das sind jetzt die Spiele, die wir haben wollen. Das sind die Spiele, die wir brauchen. So. Training. Da wollen wir nicht breit verteidigen. Offensiv. Spieltaktik bestätigen und dann machen wir kein Trainingsspiel, sondern na doch, machen wir Trainingsspiel. Spieltaktik und danach ein Trainingsspiel, das sollte doch mal. Machen wir hier Standards aggressiv, wir machen jetzt alles auf Offensive. Brondt hat im Südbankenpokal die meisten Tore nach Ecken erzielt. Da im Mannekorn war irgendwas. Zur B-Mannschaft verschieben. Weißt du, das sind alles irgendwelche Empfehlungen, die halt wirklich Sinn machen manchmal. Deswegen wird jetzt radikal alles akzeptiert und angenommen und weitergeführt. Und Südbankenpokal scheint das Finale zu sein. Ja, hat er gewonnen. Nordsjælland. Nordsjælland. Ja, Spieltaktik und Trainingsspiel. Rückblick auf den Südbankenpokal. Allianz Club Horsens hat die meisten Tore gemacht. Metz Akquist hat die meisten Vorlagen. Bei Metz Randoms wird man die begeisterte Leistung, die sich im Laufe des Wettbewerbs gezeigt haben, nicht so schnell vergessen. Football Club Kopenhagen. Auf diese Leistung ist beim Football Club Kopenhagen niemals stolz und so will man diesen Wettbewerb einfach nur noch schnellstmöglich hinter sich lassen. Ich finde es eigentlich immer schade, dass die meisten nationalen Ligen halt nicht so viele haben. Also so viele aus ihrer eigenen Nation, beziehungsweise gute Spieler. Na klar, einige Ligen sind besser als andere, muss man dazu sagen. Aber ich finde es halt immer schade, dass die meistens in andere Ligen auch wechseln. Also in England ist es halt nicht jetzt so extrem, aber für Spanien auch nicht, Frankreich, Deutschland auch nicht so extrem. Aber trotzdem so diese ganzen kleineren Länder, dass dort so eine Riesenflucht eigentlich ist. Oh, die niedrigste Quote heißt, wir sollen wieder gewinnen. Nee, Entschuldigung, was hatte ich gesagt? Dass die meisten guten Spieler halt in den großen Ligen spielen und nicht bei sich zu Hause und dort die Liga pushen. Fände ich halt auch eigentlich interessant, wenn man fast nur einheimische Spieler hat, so wie dann alles aussieht. England wird auf jeden Fall Defizite davon haben. Da wird diese Super League, die sowieso abgesagt ist, noch ein bisschen weiter einbrechen. Wie viele Spiele haben wir noch? 23 und 14. Oh, 26 Spiele müssen wir haben.
Oder nee, 24? Wie viele sind wir denn? 14. Also 28, 26 Spiele, noch zwei Spiele. Oh, wir sind schon wieder abgestiegen. Mit einem Sieg kommen wir hier hin. Ne, mit einem Sieg kommen wir hier hin. Ne, 35 kommen wir hier hin. Mit dem nächsten Sieg kommen wir da noch dichter ran. Oh, jetzt müssen wir Siege bringen. Siegen, nichts anderes bringt uns mehr. Wir brauchen nur noch Siege. Nichts anderes bringt uns etwas. Vor allem, wir sind schon wieder auf einer runter. Boah, wir sind halt echt. Das ist auch so. Das Liga-System ist auf der einen Seite cool, weil du halt nochmal so eine zweite Chance hast. Aber wenn du halt so mit einem Punkt dann an diesen mittleren Feldern da dran bist, denkst du halt auch so, oh, das gibt's doch nicht. So ein blöder halber Punkt. Optimal ist das dann ja auch nicht wirklich, würde ich sagen. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was das beste Liga-System ist. Würde ich jetzt auch mich nicht festlegen wollen. Damit sind wir gut gefahren die letzten Male, somit starten wir jetzt auch. Notfalls kommt Quist. Nicht Quist? Christensen. Rein und der ballert nochmal hier die anderen zu Tode. Schön, dass Puskas heute in der Startelf zu finden ist. Er passt auf diese Mannschaft wie die Faust aufs Auge. Rasmussen in der Startelf, wie bitte? Ist das unser Guter? Doch, das ist unser Guter. Mit der Formation sieht es derzeit gut aus. Ja, wir haben uns zuletzt mit dieser Formation ordentlich verkauft. Kabine. Wir könnten bei der Niederlage in die Abstiegszone geraten. Stürmer. Ich erwarte von euch Effizienz vom Kasten. Mittelfeldspieler? Nee. Ja, das reicht. Die Stürmer erwarte ich. Das brauchen wir uns alles nicht angucken. Die spielen kontrolliert. Eriksen auf Raza. Eriksen. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Terkilsen. Oh, ein schicker Jubel. Ah. Das sieht gar nicht gut aus für uns gerade hier. Ich möchte das Toni nochmal angucken, was ihr da habt. Vor allem diese beiden Positionen. Total weit auseinander. Ich bin gespannt, was jetzt unsere Mannschaft bringt. Jetzt nämlich gerade siebter. Wir sind abgestiegen gerade. Das ist nicht gut. Und irgendwie glaube ich, machen wir auch nicht viel davon. Wobei, da gehen wir jetzt schon direkt auf Offensiv, weil wir mehr Tore machen müssen. Was ist er denn hier? Ängstlich. Auch ängstlich. Ach ne, mein Laptop ist bald wieder alle. 26%. Das nervt momentan. Dass der irgendwie gefühlt schlechter wird. Was war das denn? Was? Hat er den gehalten? Hat er den echt gehalten? Vorsichtiger, disziplinierter. Zurufen, anfeuern, gesamte Mannschaft. Antipass. Wir spielen auf jeden Fall offensiv. Heidelberg. Jawohl. Und weiter aggressiv rein. Weiter, 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 weiter. Immer weiter rein. So wollen wir das sehen. Wir sind vierte Liga. Wir haben halt ein echt ein großes Stadion. Muss ich schon sagen. Für das Dänemark ist. Die spielen defensiv und disziplinierter. Oh. Reinwitsch macht ein paar gute Vorlagen. Puskas. Ah, ich wollte gerade feiern, aber dann lassen wir das mal lieber. Das lohnt sich nicht. Das lohnt sich nicht. Dann ist es abseits und uns nicht angucken. Nein, die haben schon wieder Eriksen. Nein! Oh, eine wichtige Grätsche. Wen haben wir denn noch? Wen haben wir denn noch? Olsen. Die Olsen-Zwillinge. Nee, das sagt man. Ja, irgendwie sagt man die Olsen-Zwillinge gerade irgendwas. Ich weiß auch nicht woher. Das ist so. Also mal ernst. Der Djuric wird sonst ausgewechselt. Wow, wieder so fürs Eriksen. Ach, der ist nicht schlecht. Der stand hier davon, dass wir die ihn davon abhalten wollen. Gegner. Vor allem du grätschst da rein, dann steht da nicht mehr jemand.
Da macht ja gar keinen Sinn, da reinzugrätschen. Nee, du, was soll das denn jetzt? Gut. So, in die Kabine. Dann müssen wir mal schauen. Ich bin alles andere als zufrieden, was ich mit dir gesehen habe. Sind alle motiviert. Erst sind alle motiviert, dann gehen jetzt alle motiviert raus. Bei denen sind nicht alle motiviert. Bei mir aber. Guckt euch das an. Ich habe alle motiviert bekommen. Priebs hat ins Leere geköpft. Jetzt gehen wir auf sehr offensiv. Wir müssen ja mal was bringen. Nur Albria kommt rein. So, ich bringe jetzt zwei neue Spieler auf jeden Fall für E-Team. Und vorne. Die sollten mal ein bisschen frischen Wind reinbringen. Ein bisschen Kick und Freshness. Und Offensivdrang auf jeden Fall. Juric ist gerade nicht ganz auf der Höhe, würde ich sagen. Der wird das nächste Spiel auch nicht spielen. So, jetzt spielt Larsen, Rajovic. Ich hoffe, Ungnor Albayrak bringt mal was. Ich habe am Anfang die ganze Zeit so gesagt, oh, der kann nicht so schlecht rumrennen. Expected Goals haben wir besser als die und wir machen einfach keine Tore. Nee, und nur Albrecht war ganz am Anfang, weiß ich noch, wurde gesagt, ach, warum holen wir uns den? Da dachte ich so, oh, mal gucken. Er hat ja auf jeden Fall was gerissen, nicht, dass er nichts gerissen hat. Aber man hätte sich vielleicht mehr erhofft einfach. Ich finde, er hat ja ein solides Spiel gemacht auf jeden Fall. Auch uns ein, zwei Siegel geschenkt. Mehr fordern. Vielleicht ist meine Mathe auch besser, wenn sie frei aufspielen darf, keine Ahnung. Dann ist das jetzt eine rote Karte. Bringt mir nur nichts. Es bringt mir nur nichts in den 75 Minuten. Zweite gelbe Karte, rote Karte. Er war schon voll offensiv. Wen habe ich noch in der Offensive? Kann irgendeiner aus der Defensive auswechseln? Natürlich habe ich keinen Stürmer mehr hier. Wo ist die 14? Die 14 nicht da. So, jetzt haben wir noch 7 Minuten Volloffensive mit 5 Offensivspielern und wir werden kein Tor machen. Alles rein da. Jawohl, 2-2 bitte. Ja, ein 2-2 und dann noch eins. Noch eins, wir wollen noch eins sehen. Wir wollen noch ein Tor sehen. Ich muss sagen, bei mir haben die echt. Ich habe keinen richtig guten Torschützen, aber ich habe mit ihm mit 7, ich habe Larsen mit 7, ich habe Heiselberg, glaube ich, mit 9 und Eti mit 8. Ach, so, ein 2-2 ist solide und jetzt wollen wir noch einen Punkt holen. Noch ein Tor. Noch ein Tor. Noch ein Tor, komm. Ich weiß, ihr könnt das. Anfeuern. Feuer die Schleuder an. Jawohl, das sieht gut aus, das sieht gut aus, das sieht richtig gut aus. Pass auf. Nein, nein! Was macht ihr da? Es sah so gut aus. Sieht aus, als wenn sie versuchen, hoch und weit nach vorne zu spielen. Warum du köpfst ihn, dann lass ihn doch. Oh, ich hätte einen Sieg gebraucht. Wir hätten echt einen Sieg gebraucht. Naja, Unentschieden ist besser als eine Niederlage. Wir haben nachher gut offensiv. Ja, bester Spieler nachher. Kabine, ich bin unzufrieden mit eurer Leistung heute.
Juric hat hier überhaupt nichts gerissen, der wird nächstes Spiel auch nicht spielen. Ja, damit verabschiede ich mich. Wir sitzen immer noch hier fest. Sieht nicht gut aus. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschö.